achten. Meine Damen und Herren, dies ist MTW. Herzlich willkommen. Die Klimaänderung macht fast jeden Monat neue Schlagzeilen. Mal ist es der zu warme Winter, dann der Sommer, der zu früh beginnt, und dann wieder El Niño, der jedes Mal stärker zuschlägt. Welches aber sind die Auswirkungen einer globalen Klimaänderung auf den Alpenraum? Diese Frage haben in den letzten 5 Jahren über 50 Forschungsgruppen in der Schweiz zu beantworten versucht. Die Resultate liegen jetzt vor. MTW hat diese Forschungsergebnisse in einer vollkommen neuen Art und Weise umgesetzt, in einem Wissenschaftskrimi nämlich. Sein Titel: Die Klimaverschwörung. Die Klimaverschwörung ist eine Mischung aus dokumentarischen und Spielszenen. Aber ob dokumentiert oder inszeniert, im Film entsprechen alle Argumente und Gegenargumente dem aktuellen Stand der Wissenschaft. Alle Personen, die vorkommen, sind echte Forscher, außer der Chef und der Ermittler Mr. Green, welche sich an die Fersen der Forscher heften. Wetter, nichts als Regen. Und sowas nennt sich Sommer. Dabei reden alle von einer Klimaveränderung. Wärmer soll es werden, überall. Tja, und während die ganze Zeit behaupten, es soll heißer sein, friere ich mir hier draußen den Arsch ab. Diese sogenannten Experten wollen uns eine Klimaveränderung aufschwatzen. Bitte die Unterlagen. Allein in der Schweiz brüten seit 5 Jahren, danke, mehr als 50 Forschungsteams über diesem Thema. Und wir bezahlen das noch mit unseren Steuergeldern. Das ist er. Schauen Sie sich diesen Kerl gut an, Green. Einer der führenden Köpfe in Sachen Klimaverschwörung. Stefan Bader arbeitet bei der Meteorologischen Anstalt. Knöpfen Sie sich ihn vor und erstatten Sie mir Bericht. Ja, ganz schön wütend, der Chef. Tja, wenn die mit ihrer Klimapolitik ernst machen, bezahlt er für das Kohlendioxid, das seine Fabrik ausstößt, eine Steuer. Klar hat er da was dagegen. Aha. Hier sitzen sie also, die Wetterfrösche. Ich fand Bader oben im Observatorium. Hab natürlich gesagt, ich sei von der Zeitung. Es soll wärmer werden auf der Erde. Gibt's dafür Beweise? Die Erde ist tatsächlich wärmer geworden. Wir sehen das gut dargestellt auf dieser ganz neuen Auswertung der NASA. Die Erwärmung der Erde der letzten 30 Jahre. Hier insbesondere diese roten Bereiche. Sie zeigen eine Erwärmung zwischen 1,8 und 2 Grad Celsius. Aber der Sommer 97 ist doch saumies. Ich spüre nichts von Erwärmung. In der Schweiz ist es auch wärmer geworden. Hier, die Station Zürich aufgezeichnet, in den letzten 100 Jahren sehen wir eine Erwärmung von ungefähr 1 bis 1,2 Grad Celsius. Seltsame Messung. Hier draußen sieht es eher nach Eiszeit aus. Und für diese Erwärmung machen Sie die Luftverschmutzung verantwortlich? Das ist eine heikle Frage, denn wir wissen natürlich, dass das Klima schwankt, sei es von Jahr zu Jahr oder seien es Perioden, die wärmer oder kälter ausfallen. Aber in der jüngsten Zeit müssen wir davon ausgehen, dass eben der erhöhte Treibhausgasgehalt in der Atmosphäre eine Erwärmung fördert. Ja, das ist doch einfach die Sonne, die mal stärker, mal schwächer scheint. Die Sonne ist sicher ein wichtiger Faktor für die Klimasituation an der Erdoberfläche. Auch die haben wir einbezogen in unserem Forschungsprogramm. Bader erzählte mir dann, dass das Weltstrahlungszentrum in Davos solche Beobachtungen macht. Klaus Fröhlich ist hier der führende Kopf, weltweit. Die Intensität der Sonnenstrahlung schwankt tatsächlich. So verändert sich etwa die Zahl der Sonnenflecken. Die Forscher haben nun die Leuchtkraft der Sonne bis ins 17. Jahrhundert zurückrekonstruiert. Und siehe, damit lässt sich die Temperaturentwicklung auf der Erde recht gut erklären, aber sie erklärt sie offenbar nicht vollständig. Für das 18. Jahrhundert decken sich Sonnenaktivität und Erdtemperatur zu 75%. Die globale Erwärmung seit 1850 kann nur zur Hälfte mit der Sonne erklärt werden. Und seit 1970 macht die Sonne nur noch ein Drittel aus. Hallo. Chef, scheinbar wird's wärmer. Doch es gibt keinen Beweis, dass da der Mensch schuld ist.
Bader von der Meteo meinte allerdings, es hätte da kürzlich einen warmen Kipp-Effekt, wie er es nennt, gegeben. Seit 1985 sind vor allem die Winter zu warm. Das sei einmalig in den letzten 500 Jahren. Ach, hören Sie auf, Green. Die messen ein bisschen höhere Temperaturen und Sie brechen sofort in Panik aus. Wieso soll Wärme schlechter sein? Keine Ahnung, Chef. Doch mir geht gleich das Kleingeld aus. Kaufen Sie sich doch endlich ein Handy, Green. Davon geht die Welt auch nicht zugrunde. Wenn Sie schon mal in Zürich sind. Es gibt da noch andere Katastrophenpropheten. Gehen Sie jetzt erstmal ins Labor für Atmosphärenphysik und fühlen Sie denen auf den Zahn. Okay, mache ich gleich morgen. Von wegen. Heute noch. Der hat gut reden. Immerhin fand ich noch einen Forscher, der Überstunden machte. Christoph Frey war mein Mann. Wieso soll eine Erwärmung der Erde schlecht sein? Ja, in einer wärmeren Atmosphäre sind sehr vielfältige Rückwirkungen auf das gesamte Klimasystem zu erwarten. Zum Beispiel bedeutet eine wärmere Atmosphäre mehr Feuchte in der Atmosphäre. Bei 2 Grad macht das bis zu 15% aus. Und das ist der Grund für dieses Sauwetter draußen? Nun, erhöhte Feuchtigkeit kann wiederum Rückwirkungen haben auf den Wasserkreislauf, Veränderungen des Niederschlagsklimas. Wir berechnen diese Effekte in einem Klimamodell und ich kann Ihnen einen Ausschnitt dieser Resultate zeigen. Bitte setzen Sie sich. Danke. Frey nahm sich richtig Zeit für mich. Hab natürlich wieder gesagt, ich sei von der Zeitung. Auf einer Wetterkarte zeigte er mir zuerst die Schweiz. Dann ließ er eine Wettersimulation laufen, wo eine Niederschlagszone um die Alpen rumkurvt und dann von Süden her auf das Tessin trifft. Hier staut sich das Ganze. Für die Alpen-Südseite bedeutet dies Extremregen. Dies habe schon mehrmals zu verheerenden Überschwemmungen geführt. Und sein Computermodell sage voraus, dass solches in Zukunft häufiger werde. Wir schließen daraus, dass eine Erwärmung und mehr Feuchte in der Atmosphäre die Intensität solcher Niederschläge erhöhen könnte. Da, sehen Sie, das ist eine Niederschlagsmessstelle. Von diesen gibt es etwa 110 in der Schweiz, die kontinuierlich seit dem Beginn dieses Jahrhunderts Niederschlag gemessen haben. Ja und? Ist nun mehr Wärme gleich mehr Regen? Unsere Analysen zeigen, dass die Winterniederschläge seit dem Beginn des Jahrhunderts systematisch zugenommen haben. Etwa 20% im Schweizer Mittelland, im Jura und in Teilen des Wallis. Wir sehen auch, dass die Häufigkeit von intensiven Niederschlägen seit dem Beginn des Jahrhunderts wirklich zugenommen hat. Und das soll beweisen, dass der Treibhauseffekt das Klima verändert? Nein, aufgrund der Daten allein lässt sich das nicht beweisen. Man kann allerdings einen solchen Effekt auch nicht ausschließen. So, nun sollte ich aber unbedingt ins Trockene. Auf Wiedersehen! Na also, keine Beweise. Ich wette, hier ist noch mehr zu holen. Schadentage durch Hagel. Große Hagelereignisse werden seit 1980 rasch häufiger. Aber das gab es früher auch schon mal. Kein Klimatrend. Und hier Wind. Tage mit hoher Windgeschwindigkeit abnehmend. Dauer der Windphasen abnehmend. Schießer, na warte. Wie können Sie behaupten, das Klimakaos werde stürmisch, wenn Ihre eigenen Daten eine Abnahme belegen? Also ich möchte erst sagen, die hätten die Daten auch sonst von mir bekommen können. Sie hätten da nicht einbrechen müssen. Aber das, was Sie gesehen haben, gilt für die starken und sehr starken Hagelstürme. Wir haben aber in unserem Testgebiet, das Schweizer Mittelland hier, festgestellt, dass für die leichteren, schwächeren Fälle, dass wir da eine Zunahme in den letzten 70 bis 100 Jahren zu verzeichnen haben. Aha. Für die starken Stürme, da haben wir das mit den Wetterlagen angeschaut und haben gesehen, dass diese Wetterlagen auch zugenommen haben in den letzten 100 Jahren, also dass das Hagelpotenzial sicher jetzt größer ist als früher. Danke. Oh, Green! Na, was gibt's? Gute Nachrichten. Die Temperatur steigt wohl etwas, doch sonst reden die nur von Möglichkeiten und Potenzial.
Es gibt keinerlei Beweise für eine Klimaveränderung. Weder beim Regen, noch beim Hagel, noch beim Wind. Damit nehmen wir den Klimaheinis den Wind aus den Segeln. Das denke ich auch. Schauen Sie mal, was ich hier aufgetrieben habe. Seit 1990 herrscht die reinste Klimahysterie. Damals fand das erste Treffen statt, des sogenannten Intergovernmental Panel on Climate Change. Es wurde prophezeit, dass die mittlere globale Erwärmung bis im Jahr 2030 2 Grad betrage. 5 Jahre später, dann ein weiterer Bericht. Und siehe da, denen ihre Schätzungen erwiesen sich natürlich als Verschätzungen. Die Temperatur soll nur noch um 1 Grad ansteigen und das bis ins Jahr 2050, wohlverstanden. Kann man sowas überhaupt noch ernst nehmen? Wenn die so weitermachen, werden die in 10 Jahren feststellen, dass sich die Erde bereits wieder abkühlt. Genau. Green, fahren Sie nach Bern. Dort am Physikalischen Institut sitzt einer der Drahtzieher. Was soll ich von solchen Prognosen halten? Das sind keine Prognosen, das sind Abschätzungen, wie sich das Klima in den nächsten Jahrzehnten verändern wird. Diese Abschätzungen basieren auf numerischen Klimamodellen, deren Grundlagen die physikalischen Gesetze sind. Schauen Sie sich das einmal auf dem Bildschirm an hier. Wir haben eine Karte der globalen Temperaturerhöhungen für das Jahr 2030 bis 2050. Die Temperatur wird sich global etwa 2 bis 3 Grad erwärmen. Sie sehen aber auch bereits Zonen, wo diese Erwärmung deutlich geringer ist. Na hören Sie, die Zahlen werden ja dauernd korrigiert. Dazu gibt es 2 Gründe. Erstens sind die Emissionen in die Atmosphäre nicht so groß, wie sie 1990, vor 7 Jahren, abgeschätzt worden sind. Zweitens gibt es in der Atmosphäre kleinste Partikel, Sulfaterosole, die einen Teil der einstrahlenden, kurzwelligen Strahlung der Sonne reflektieren und somit einen abkühlenden Effekt haben. Schauen Sie sich das hier auf dieser Karte an. War ziemlich kompliziert, die Erklärung von Thomas Stocker. So viel habe ich mitgekriegt. Die abkühlenden Teilchen bestehen aus Schwefel. Heute gibt es vor allem über den Industriegebieten viel davon. In Nordamerika und Europa. In Zukunft erwartet er, dass der Schwefelausstoß besonders in Asien zunimmt. Hier boomt die Wirtschaft. Nun, dann kühlt uns die Luftverschmutzung den Treibhauseffekt gleich wieder runter. Ist doch praktisch. Nun, einerseits haben wir abkühlende Wirkung dieser Aerosolteilchen, andererseits aber erwärmende Wirkung des CO2s. Die Erwärmung wird überwiegen, weil die Lebensdauer von CO2 mit einigen Jahrhunderten sehr viel größer ist als die Lebensdauer der Aerosolpartikel, die nur wenige Wochen beträgt. Wer ist dran? Ich verstehe Sie nicht. Ich bin's, Green. Oh, Green. Die Verbindung ist schlecht. Ein Handy? Na, endlich. Was gibt's? Und nun haben Sie aus diesen globalen Szenarien auch solche für die Schweiz berechnet. Im Alpenraum soll es bis ins Jahr 2030 im Sommer etwa 2,5 Grad wärmer werden. Im Winter um die 2 Grad. Ach, hören Sie auf, Green. Ich habe Beweise, dass es so etwas schon gegeben hat. Warten Sie. Im Herbst 1599 und 1680 war es im November so warm, dass die Obstbäume blühten. Na bitte. Und damals gab es weder Kühlschränke noch Heizung, geschweige denn Handys. Nein, 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 diese Messungen taugen alle nichts. Viel zu kurzfristig. Wir brauchen jemanden, der was versteht von größeren Zeiträumen. Wo sind Sie denn jetzt? Vor der Uni auf der Terrasse. Naja, da sind Sie ja beinahe dran. Gehen Sie jetzt zu dieser Forschungsstelle für Umweltgeschichte. Diese Winter interessieren mich weiter. Besorgen Sie mir alle Daten, die Sie kriegen können. Die Temperaturen? Temperaturen, Schneeberichte, alles. Wetten, dort, wo ich Ferien mache, gibt es Schnee wie eh und je. Und wenn nicht, spiele ich eben Golf. Wir rekonstruieren das Klima in Europa aufgrund von historischen Aufzeichnungen. Das sind kleine Puzzlesteinchen, die wir dann zu einem Bild der Wetterlagen in Europa zusammenfügen, Monatswetterlagen.
Hier haben wir ein Beispiel, Sommer 1675. Wir erkennen die Lage der Hoch- und der Tiefdruckgebiete und der dominanten Strömungen. So, dann sind Sie sowas wie ein rückwärtsgerichteter Wetterfrosch. Ja, eines unserer Geschäfte ist die Wetternachhersage. Wir können über die letzten Jahrhunderte ein Fazit ziehen, dass es so etwas wie eine kleine Eiszeit gegeben hat, von 1300 bis 1900. Wesentliches Charakteristikum dieser kleinen Eiszeit waren die kälteren Winter. Wir haben hier ein Beispiel des gefrorenen Zürichsees im Winter 1879-80 mit diesen Schlitten, denen die Leute den See befuhren. Das waren Situationen, die in alle paar Jahrzehnte mal wieder vorgekommen sind. Die waren nichts Außergewöhnliches. Und dann ist es wärmer geworden. Seit dem Ende des letzten Jahrhunderts ist es in der Tat wärmer geworden, ja? Es wird also wärmer ganz ohne Treibhausgas und so. Ein Teil dieser Erwärmung, muss man sagen, ist bestimmt auf natürliche Situationen zurückzuführen. Aber es gibt natürlich einen anderen Teil, der möglicherweise eben nicht natürlich ist. Dann zeigte mir Christian Pfister seine Wetterstatistik der letzten 500 Jahre. Auffallend, heute gibt es keine langen Fröste mehr. Dafür immer mehr heiße Extreme. Das ist ein einzigartiges Signal innerhalb der letzten Jahrhunderte. Was heißt schon einzigartig? Was schließen Sie daraus? Ich würde mal sagen, das ist ein Signal, das möglicherweise auf einen Treibhauseffekt hindeutet. Na gut, Professor. Danke. Wiedersehen. Wiederschauen. Palmen am Brienzer See, das wäre doch was. Was glauben Sie, wie das Gemüse da wachsen würde? Und den alten Menschen ging's auch besser. Gibt ja schließlich immer mehr Betagte bei uns. Und gegen ein paar Grad mehr haben die sicher nichts einzuwenden. Wenn ich mir vorstelle, was für Tiere und Pflanzen bei uns leben würden. Ach übrigens, ich gönne mir ein paar Tage in unserer Sonnenstube. Wie weit sind Sie denn? Ah, schön. Na, ich treffe Sie dann in Ascona. Macht schon wieder Urlaub. Immerhin bin ich jetzt auf einer heißen Spur, immer noch in Bern. An diesem Institut erforschen sie schon seit Jahren die Auswirkung von Luft und Klima auf die Pflanzen. Nach Pflanzen sah es zwar gar nicht aus, dort wo ich Jürg Fuhrer fand. Was für ein Durcheinander. Schläuche, Rohre, Höllenlärm, künstliches Licht. Pflanzen brauchen zum Leben ja CO2 und Wärme. Denen tut der Treibhauseffekt bestimmt gut. Auf den ersten Blick erscheint die Vorstellung, dass Pflanzen bei einer höheren CO2-Konzentration und bei wärmeren Temperaturen besser wachsen, durchaus plausibel. Beim näheren Betrachten stellt man aber fest, dass auch gerade im Zusammenhang mit der Landwirtschaft verschiedene Auswirkungen auftreten könnten, deren Beurteilung etwas kritischer ausfällt. Was heißt kritisch? Geht es den Pflanzen besser oder nicht? Es stellt sich beispielsweise die Frage, was passiert, wenn die CO2-Konzentration steigt und verschiedene Pflanzenarten in einer Wiese unterschiedlich darauf reagieren. Hier beispielsweise untersuchen wir die Reaktion von Klee und vom Gras und wir stellen fest, dass der Klee besser auf das erhöhte CO2 reagiert und das heißt, dass mittelfristig und langfristig die Wiesen in ihrer Zusammensetzung verändert werden können. Solche Veränderungen seien für die Bauern entscheidend, denn mehr als 80% der Landwirtschaftsflächen sind Wiesen. Fuhrers Team ergänzte die Labortests mit Experimenten im Feld. Sie untersuchten Wiesen in verschiedenen Höhenlagen, die Artenzusammensetzung, den Nährstoffgehalt der Pflanzen, Wasserhaushalt, Düngerverhalten und so weiter und so fort. Und sie erfassten die dazugehörigen Wetterdaten. Daraus entstand dann ein Computermodell, das zeigt, wie das Grasland auf eine Klimaänderung reagiert. Ergebnis? Beim Gras ist in Zukunft mit mehr Ertrag zu rechnen. Für Weizen, Roggen, Kartoffeln fanden andere Forscher dasselbe Ergebnis. Mehr Ertrag. Na also, genau wie Sie vermuteten, Chef. Nur dem Mais bekommt der Klimawandel nicht. Fuhrer erzählte mir dann noch von weiteren Forschungsprojekten mit Pflanzen. Ich fasse zusammen. Auf der Furka. Hier begasten Forscher der Uni Basel einen Alprasen mit Kohlendioxid. Den Pflanzen behagte das größere Angebot an CO2. Sie verstärkten ihre Photosynthese. Doch schon nach 3 Jahren hatten sie sich angepasst, arbeiteten wieder auf dem normalen Niveau.
Also doch kein positiver Klimaeffekt? Zudem veränderte sich auch hier die Artenzusammensetzung der Wiese. Schnell wachsende, klimaempfindliche Arten können in Zukunft die langsamen, dafür robusten verdrängen. Die Forscher glauben, dass dadurch das Ökosystem für extremes Wetter anfälliger wird. Auch den Wäldern soll ein Klimawandel schlecht bekommen. Man weiß zwar, dass in der Vergangenheit zum Beispiel die Waldgrenze bei Klimaerwärmungen anstieg, doch was heute abläuft, scheint für die Bäume zu schnell zu gehen. Eine Zürcher Forschungsgruppe simulierte mit Computermodellen die Entwicklung der Wälder unter verändertem Klima. An einigen Stellen dürfte es echt kritisch werden. Zum Beispiel im Wallis. Hier leben heute Föhren, die an Trockenheit angepasst sind. Doch wenn das Klima so weitermacht wie bis heute, wird es auch denen zu trocken. Das untere Wallis könnte versteppen. Naja, allzu hart fand ich das nicht. Dies soll in etwa 300 Jahren der Fall sein. Braucht uns dies zu kümmern? Heute gilt ein Drittel des Schweizer Waldes als naturfern. Besonders die Fichtenaufforstungen im Mittelland. Wenn's wärmer wird, gibt's noch mehr schlecht angepasste Wälder. Insgesamt sagen die Computer voraus, dass der Laubwald höher in die Berge rücken wird. Verlierer sind die Nadelwälder. Bin unterdessen auch im Tessin angelangt. Hier scheint echt was abzugehen, Chef. In Gärten wurden schon seit Jahrhunderten wärmeliebende exotische Pflanzen gezogen. Magnolien, Lorbeer, Zypressen oder Palmen. Doch heute verbreiten sie sich auch außerhalb der Gärten. Die Vögel verschleppen die Samen der Pflanzen. Und weil seit 15 Jahren die Winter zu warm sind, sterben die Keimlinge nicht mehr ab. So hat sich beispielsweise die Hanfpalme im Tessiner Wald ihren festen Platz erobert. Prinzipiell schlecht sei das nicht, meinte der Forscher. Aber ein Indiz dafür, dass sich das Klima verändert. Das hier ist ein echtes Problem. Heute brennt auf der Alpen-Südseite etwa dreimal mehr Wald ab als noch vor 40 Jahren. Besonders Kastanien. Wo der Wald gebrannt hat, schwemmt der Regen die Erde fort, stellten die Forscher fest. Nährstoffe gehen verloren. Und es folgen Erosion und Steinschlag. Doch für die Zunahme der Waldbrände sei nicht allein das wärmere Klima verantwortlich, sondern auch der Mensch. In den Wäldern bleibt heute viel mehr brennbares Material liegen, weil niemand mehr Streu und Früchte zusammenliest. Nun, das waren harte Tage, Chef. Und einiges, was ich zusammengetragen habe, sieht ziemlich wissenschaftlich aus. Scheint doch was dran zu sein an der Klimaveränderung. Und dann habe ich noch die neuesten Daten über Hochwasser rausgekriegt. Diesen Bericht hier habe ich von diesem rührigen Professor aus Bern. Eine Statistik der historischen Hochwasser. Gerade das Tessin gehört zu den stärkst betroffenen Regionen der Schweiz. Und auch hier zeigt sich, Hochwasser sind nichts Neues. Sage ich doch. Die haben mit unserer industriellen Produktion nichts zu tun. Ja, aber die Zahl der Hochwasser nimmt seit 1975 signifikant zu. Ach, was heißt denn schon signifikant? Nun, es gab in den letzten 500 Jahren eine Phase, in der Lago Maggiore über Jahrzehnte keine Hochwasser hatte. Das gleicht sich doch alle paar Jahre wieder aus. Haben Sie noch nie was von Wahrscheinlichkeitsrechnung gehört? Doch. Aber die Zeiten ohne Überschwemmung waren kühler und trocken. Apropos trocken, wie wär's mit einem Prosecco? Da sage ich nicht nein. Chef, mich machen da ein paar Dinge stutzig. Green, wollen Sie mir den Urlaub verderben? Genießen Sie lieber die Aussicht. Nein, jetzt hören Sie mir mal zu. Die Zeiten ohne Überschwemmungen waren kalte Zeiten. Wenn diese Klimamodelle stimmen, wird es künftig nicht nur wärmer, sondern es gießt ja aus allen Kübeln. Das bedeutet mehr Überschwemmungen. Und Frey, der Wissenschaftler, von dem dieses Bild stammt, stellte übrigens auch fest, dass vor allem im Tessin die Starkniederschläge schon heute zunehmen. Jetzt quasseln Sie schon wie diese Klimaheinis. Begreifen Sie doch endlich. Die prophezeien uns die Katastrophe, weil sie mehr Geld für ihre Forschung wollen. Weder Lawinen noch Überschwemmungen konnten uns aus den Alpen vertreiben. Chef, sehen Sie sich doch die Fakten an. Gehen Sie erstmal den historischen Naturkatastrophen nach. Sie werden sehen. Alles schon mal da gewesen. So sah es hier im September 1993 aus. Der Chef hat doch recht. Hab mich nochmals bei Pfister in Bern erkundigt. Hochwasser nehmen zwar tatsächlich zu, doch im 19. Jahrhundert waren sie noch häufiger.
Ich war dann noch kurz in Appenzell bei einem Wasserforscher. Er untersucht überall in der Schweiz historische Überschwemmungen und wie man sich dagegen schützen kann. Die Schutzmaßnahmen werden aufgrund von systematischen Messreihen, aufgrund dieser Pegeldaten, die wir da aufnehmen, dimensioniert und ausgelegt. Diese Messreihen sind jedoch meist sehr kurz, so dass man diese eigentlich nicht zur Dimensionierung benutzen sollte. Klingt zwar ein bisschen kompliziert, will aber heißen, dass die Natur oft stärker tobt, als man annimmt. Beispiel Gurtnell 1987. Die Reuss schwemmt das Pfarrhaus und den Friedhof weg. Fort auch die Kantonsstraße. Und weil ein Pfeiler unterspült wurde, hängt auch die Autobahn ziemlich schief in der Landschaft. Flussverbauungen sind so gebaut, dass sie einem Hochwasser standhalten, wie es nur alle 100 Jahre auftreten sollte. Doch eben, wer weiß schon, was so ein Fluss in 100 Jahren alles zu bieten hat. 1987 war in der ganzen Schweiz das Unwetterjahr des Jahrhunderts. Schäden von über 1 Milliarde Franken. 8 Menschen kamen um. Andreas Gies erzählte mir aber, dass selbst an Orten, wo es immer wieder zu Naturkatastrophen kommt, die Leute lieber nicht dran denken wollen. Man vergisst leider relativ schnell, wie diese Hochwasser und wann diese Hochwasser abgelaufen sind. So auch zum Beispiel in Brieg. Brieg, 24. September 1993. Die Saltina legt die Stadt in Trümmer. 600 Millionen Franken Schaden, 2 Tote. Niemand hätte das für möglich gehalten. Doch praktisch dasselbe hatte sich schon knapp 100 Jahre zuvor abgespielt. Damals forderten Ingenieure, man solle eine Zugbrücke bauen, damit der Fluss sie nicht verstopfen könne. Doch die Leute wollten es nicht wahrhaben, vergaßen Hochwasser und Brücke. Erst nach der Katastrophe von 1993 baute Brieg eine neue Brücke über die Saltina. Eine, die sich bei Hochwasser automatisch öffnet. Fazit: Selbst Betroffene vergessen Naturkatastrophen schnell. Das kann sich rächen. Green, es ist nicht zu fassen. Eine Überschwemmung ist denen sogar ein Fotosammelband wert. Vermutlich bekommen diese Klimaforscher noch Tantiemen für den Katastrophentourismus. Na, was glauben Sie, was die Bauindustrie dran verdient? Hier, der Unwetter von Uri 1987. Da haben die sich eine goldene Nase verdient. Nach jeder Katastrophe sagen die Forscher, so wird die Zukunft. Und nach jeder Überschwemmung... Legen Sie dieselbe Platte auf. Ja, ich weiß. Dieser Angler macht total auf Mitleid. In Wahrheit aber verbreitet er Ammenmärchen über anschwellende Flüsse. Reden Sie mit ihm. Ja. Ich werfe ihm einen Köder hin und lass ihn zappeln. Haben sich ganz schön versteckt, die Wasserforscher. Im Toggenburg stöberte ich eine ihrer Messstellen auf. Davon gibt es eine ganze Zahl in der Schweiz. Wie die aber aus solchen Messungen für die Zukunft mehr Hochwasser voraussagen wollen? Als ich den einsamen Forscher sah, entschied ich mich für die naive Tour. Guten Tag, sind Sie Herbert Lang von der Uni Zürich? Ja, guten Tag. Wie kommen Sie hierher? Nun, ich bin vom Lokalanzeiger. Wie ich gehört habe, sind Sie Hydrologe. Ja, also das ist die Forschung über das Wasser, wie Sie hier sehen. Wir machen hier eine Abflussmessung. Ich kann Ihnen das kurz vorführen. Wie niedlich. Wir messen den Abfluss zu dieser Jahreszeit. Wie Sie sehen, sind wir in einem Niederwasserbereich. Das Gerinn ist fast ausgetrocknet. Und was uns vor allem interessiert, das sind diese jahreszeitlichen Verteilung der Abflüsse. So wenig Abfluss sei im Winter völlig normal, meinte der Professor, weil das Wasser als Schnee in den Bergen liegt. Doch neueste Forschungen zeigten, dass sich das in Zukunft ändert. Sieh einer an, die haben nicht nur Propellerchen in den Bach gehalten. Sie berechnen im Computer, wie sich die Schneedecke bei steigenden Temperaturen verändern wird. Hier die Sur selber im Bündnerland, mit der Schneegrenze im April bei heutigem Klima. Und im Treibhausklima. Die Schneegrenze steigt in diesem Beispiel um einige hundert Meter an. Sind die Winter zu warm, fällt mehr Niederschlag in Form von Regen statt als Schnee. Dies bedeutet, dass weniger Wasser in den Bergen gespeichert bleibt. Zudem rechnen die damit, dass bei wärmerem Klima die Schneeschmelze früher ist.
Alles zusammen ergibt eine längere Hochwassersaison. Doch gemäß Computermodellen sollen die Hochwasser nicht nur häufiger, sondern auch heftiger werden. Chef, mir leuchtet das ein. Green. Auf dem Computer lässt sich alles modellieren. Diese Typen gehen von weniger Schnee aus. Ist doch logisch, dass das die Flüsse verändert. Erstens brauche ich dazu keine Computerberechnungen und zweitens ist die Annahme, dass es weniger Schnee gibt, völlig falsch. Schauen Sie. Weder in Davos noch Andermatt gibt es weniger Schnee. Haben Sie es? Jawohl, Chef. Wo haben Sie denn das her? Das haben wir uns aus dem Internet geholt. Aber es heißt doch immer, dass der Winter sich in den Frühling hinein verschoben hat. Da schauen Sie sich doch die Kurve an, völlig konstant. Nein, nein, Green, Sie enttäuschen mich. Das hätten Sie auch alleine herausfinden können. Ja, Sie haben mir keinen Internetanschluss bewilligt. Wie wäre es mit ein bisschen mehr Eigeninitiative, Green? Los, los, ab in den Schnee. Los, los, ab in den Schnee. Jetzt gönne ich mir mal ein paar Tage Erholung. Also, tatsächlich haben die Schneeverhältnisse in den höher gelegenen Skistationen nicht abgenommen. Treibhausgerede hin oder her. Es gibt mal mehr, mal weniger Schnee. Erholt tauchte ich wieder in die Arbeit ein. Rekordmeldung der amerikanischen Wetterbehörden. Das Jahr 1997 war das heißeste dieses Jahrhunderts. 9 der vergangenen 11 Jahre sind unter den wärmsten, die je gemessen wurden. Dieser Trend, so die US-Wissenschaftler, dürfte mit dem Ausstoß von Treibhausgasen durch Industrie und Verkehr im Zusammenhang stehen. Hier sieht der Winter allerdings anders aus. Im Klimareport dieses Berner Historikers steht, dass hier im letzten Jahrhundert noch an 60 Tagen pro Jahr Schnee gelegen hat. Pistenkontrolle. Heute sind es noch 20 Tage. Scheint mir ein verdammt hartes Indiz für eine Erwärmung zu sein. Dieser Trend soll noch weitergehen, sodass bis in 30 Jahren die Skistationen unter 1500 Metern über Meer dicht machen können. Seit 1988 lag im schweizerischen Mittelland fast nie mehr eine geschlossene Schneedecke. Dies hat es in den letzten 500 Jahren noch nie gegeben. Apropos Eigeninitiative. Hab einen Gletscherforscher aufgestöbert. Die Kapazität in der Schweiz. Max Maisch, Uni Zürich. Kennt jeden Gletscher. Netter Kerl, hat mich in seinem Wagen gleich auf eine Exkursion mitgenommen. Er wollte mir deutliche Indizien für eine Klimaerwärmung zeigen, meinte er. Wenn das nur gut geht, ich zu Fuß in den Bergen. Wir sind hier beim Morteratschgletscher, dem größten und vielleicht auch schönsten Gletscher des Bündnerlandes. Und ich möchte Ihnen zeigen, wie er ausgesehen hat vor etwa 140 Jahren. Wir haben hier eine Fotografie aus dem Jahr 1868 und wir sehen hier, dass der Gletscher damals diesen Talabschnitt dort, der heute vollständig eisfrei ist, damals noch also bedeckt gehabt hat. Heute ist der Gletscher ganz markant zurückgeschwunden, er ist 2 Kilometer kleiner geworden und von hier aus nicht mehr zu sehen. Und ich nehme es jetzt mal mit zum Gletscher und wir schauen einmal, wo heute seine Zunge liegt. Nun denn. In den Schweizer Alpen werden jedes Jahr an die 120 Gletscher regelmäßig vermessen bezüglich ihrer Längenänderung. Und auch der Morteratschgletscher ist in diesem Messnetz drin enthalten. Hier sind wir an der Stelle, wo man begonnen hat, diese Messreihe anzufangen. 1878. Gesamthaft sind in der Schweiz bezüglich der Fläche in den letzten 150 Jahren rund 500 Quadratkilometer verloren gegangen, das ist rund ein Drittel der Gletscherfläche, die also da bachab gegangen ist im Zuge dieser Erwärmung seit Mitte des letzten Jahrhunderts. Trotzdem war ich dann mächtig beeindruckt, als ich vor der bläulich schimmernden Eiswand stand. Es war zwar saukalt und schwer vorzustellen, dass hier das Eis abschmelzen soll, doch Maisch war seiner Sache sicher. Wie sich der Morteratschgletscher und generell die Gletscher der Schweizer Alpen in Zukunft verändern werden, zeige ich Ihnen jetzt anhand einiger Computersimulationen. Wenn die Erwärmung, wie in den Klimaszenarien angenommen, weitergeht, wird bis in 35 Jahren nochmals ein Viertel der Schweizer Gletscher verschwunden sein.
Der Forscher hält das Gletschersterben für eine ernste Sache. Trotzdem hat er seinen Humor nicht verloren. Doch offenbar ist nicht nur das sichtbare Eis in den Alpen am Verschwinden, auch das Eis im Boden drin schmilzt. Mais Kollegen von der ETH Zürich sind seit Jahren am Schafberg oberhalb von Tresina am Buddeln. Sie haben hier ein Bohrloch in den gefrorenen Untergrund getrieben. Permafrost nennen sie diesen Eisboden. Dort messen sie nun regelmäßig die Temperatur. Resultat? Der Permafrost taut auf. Ab 3000 Metern Höhe, an Nordhängen sogar ab 2500, ist der Boden praktisch das ganze Jahr gefroren. Und an vielen Stellen ist es das Eis im Boden drin, das die Hänge stabilisiert. Wie Armierungseisen den Beton. Frostboden bedeckt etwa 5% des Gebietes der Schweiz. Die Gletscherforscher haben ein Computermodell entwickelt, das simuliert, wie der Permafrost bei fortschreitender Klimaerwärmung verschwindet. Ohne Armierung in den Hängen dürfte es gefährlich werden. Lawinenverbauungen, Skiliftmasten, Seilbahnstationen sind nicht mehr stabil verankert. Aufgetauter Permafrost und freigelegte Gletschermoränen sind ideale Anrissstellen für Erosion. Deshalb wird zum Beispiel oberhalb Saas-Balen seit Jahren das Gebiet um den Gletscher wissenschaftlich beobachtet. Ergebnis: Einer der Seen am Gletscherrand wächst verdächtig schnell. Der Wissenschaftler schlug Alarm. Denn schon 1970 kam es zur Katastrophe. Ein See brach aus, riss gewaltige Mengen Schutt mit sich, verwüstete das Dorf. Also wurde der See ausgepumpt. 50.000 Kubikmeter. Die Gefahr war gebannt. Für einmal. Denn je mehr Gletscher und Permafrost auftauen, desto mehr Schutt ist der Erosion preisgegeben. Desto größer werden solche Gefahren für die Alpentäler. Murgang nennen die Experten sowas. Mann, oh Mann, mit 50 Sachen wälzt sich so ein Ding zu Tal. Bäume werden geknickt wie Streichhölzer. Da bleibt kein Stein auf dem anderen. Brieg 1993 war so ein Fall. Mit Murgängen beschäftigen sich in der Schweiz mehrere Wissenschaftler. Sie haben sogar eine Videofalle aufgestellt und können die Schlammlawinen bis ins Detail analysieren. Bereits wird im Wallis auch eine Einrichtung getestet, um Murgänge aufzuhalten. An einigen Orten wird man offenbar nicht drum herumkommen, solche Dinger in die Landschaft zu pflanzen. Denn heute gibt es Murgänge, wie es sie früher nicht gegeben hat. Berner Forschern ist es gelungen, ein Murgangprogramm zu entwickeln. Es berechnet, wo wie viel Material ins Tal donnern kann. Und was dabei alles verschüttet wird. Damit kann man Schutzmaßnahmen planen. Komm schon. Hallo. Chef, diese Forscher haben ein Computerprogramm, mit dem sie auch Prognosen für die Zukunft machen. Im Treibhausklima dürften Murgänge noch häufiger werden, weil Gletscher abschmelzen und Permafrost auftauchen. Aber das ist doch ein Widerspruch, Green. Wieso Widerspruch? Wenn ich hier von dem Gletscher all den Schutt anschaue... Wenn schon so viel Permafrost und Gletscherfläche aufgetaut sind, dann müsste doch eine Zunahme von Murgängen zu verzeichnen sein. Ist aber nicht der Fall. Ich habe extra bei meinem Versicherungsexperten nachgefragt. Das kann es alles ins Tal reißen. Selbst wenn das Auftauen der Böden ein Problem wäre, bei uns lebt nun mal der größte Teil der Bevölkerung im Mittelland. Sie meinen, da können es keine Murgänge... Ach, so ein Mist. Ich beschloss trotzdem weiterzumachen. Gibt es Murgänge außerhalb des Alpenraums? Ich fuhr ins Freiburger Land. Hier soll eine der instabilsten Regionen der Schweiz sein. Geologisch meine ich. Was ist denn hier los? Falli Hölli heißt die Gegend. Falli.
Hölli. Klingt irgendwie schlecht. Die armen Kerle sind wie ich, auch bei jedem Wetter draußen. Olivier Latteltin und Hugo Rezzo von der Uni Freiburg. Sind solche Rutschgebiete häufig? Ja, sehr häufig. In der Schweiz 3000 Quadratkilometer sind in Rutschgebiet. Das heißt 7% der Gesamtfläche. Es hängt sehr viel von der Geologie und ein Drittel von diesen instabilen Hängen sind in Fliesch. Und Fliesch ist ein sehr weichen, labilen Gestein, das rutscht sehr leicht. Was heißt es rutscht sehr leicht? Ja, am meisten, das ist nur geringe Verschiebung, ein paar Zentimeter pro Jahr. Aber hier, es ist eine Ausnahme in Faglioli mit 7 Meter pro Tag Anfang August 94. Sauwetter, 7 Meter pro Tag, Wahnsinn. Ja, und Sie sehen nun einen Zusammenhang zwischen solchen Erdrutschen und dem Klima. Ja, dieser Baumstamm, der wurde vor Jahrtausenden eingelagert, als es hier in Faglioli bereits rutschte. Und dieses Holz werden wir jetzt im Labor altersmäßig datieren. Und wenn wir dann das Alter dieses Holzes haben, dann können wir aus diesen Jahrringen Klimaindizien ableiten. Bis 1994 war Faglioli eine schmucke Ferienhaussiedlung. Nach einer langen Regenperiode stellten die Bewohner eines Tages fest, dass sich oberhalb des Quartiers der Hang bewegte. Es kam immer mehr, bis der ganze Hang gegen das Dorf abrutschte. Und dieses mitriss. In der Schweiz sind hunderte von Hängen in Bewegung. Ein gutes Dutzend ist jeweils größer als 10 Quadratkilometer. Faglioli, 40 zerstörte Häuser, Ställe, Chalets, ein Restaurant. Heute ist hier nichts mehr. Wieso trug das Dorf den seltsamen Namen? Und dann hat der Rezzo im Labor das Resultat der Klimaanalyse. Dieses Holz von Faglioli ist 5000 Jahre alt, gleich alt wie der Ötzi. Damals war es warm und es rutschte. Danach ist es kälter geworden und es rutschte weniger. Heute ist es wieder warm und es rutscht viel. Der Kerl ist noch jung, aber er bringt es auf den Punkt. Warmes Klima gleich Erdrutschklima. Auch das noch. Was ist denn hier los? Wir hatten ein großes Unwetter, Sie können nicht durchfahren. Ja, und zu Fuß darf ich ins Dorf rein? Zu Fuß, das können Sie, jawohl. In Sachsen bin ich gelandet. Ui, schlimm sieht's hier aus. Unglaublich. So, jetzt reicht's mir. Ich muss sofort den Chef anrufen. Vielleicht gibt's hier ein Telefon. Hallo? Hallo? Hey, Sie! Ich muss dringend telefonieren. Ja, ja, das ist schrecklich, aber ich brauche dringend ein Telefon. Ach, im Eimer. Und da hinten? Mann, die stecken aber echt in der Scheiße. Aber hier haben sie ein Telefon. Darf ich Ihr Diensttelefon benutzen, bitte? Ja, bitte, kommen Sie, hier ist es. Ja, Chef? Mir reicht's, ich steig aus.
Die Katastrophe ist hier nicht mehr Theorie, sondern Realität. Und ob das nun das Klima ist oder nicht, den Leuten hier ist das schlicht egal. Die wären einfach froh, sie hätten eine Versicherung. Es gibt genügend Hinweise, dass das Klima was damit zu tun hat. Hören Sie, wärmer bedeutet mehr Regen. Wärmer bedeutet instabile Vegetation. Wärmer bedeutet mehr Hochwasser, mehr Murgänge, mehr Es ist schlicht unmöglich zu sagen, ob sich das Klima wegen dem Menschen verändert. Aber die Wahrscheinlichkeit besteht. Wir schrauben an der Heizung der Erde, ohne die Anlage zu verstehen. Das Risiko, dass da was schief geht, ist einfach zu groß. Wenn wir jetzt Maßnahmen gegen den Treibhauseffekt ergreifen, zeigt sich im besten Fall in einigen Jahrzehnten, dass sie gar nicht nötig gewesen wären. Das ist wie bei einer Versicherung. Bei der weiß man ja auch nie, ob man sie jemals braucht. Aber wenn man sie braucht und sie nicht hat, dann ist's schlecht. Hallo, Chef! Hören Sie überhaupt noch zu? Soweit die Klimaverschwörung. Wenn Sie an noch mehr Fakten zum Thema Klimaänderung im Alpenraum interessiert sind, dann kann ich Ihnen dieses Buch empfehlen. Es heißt Heißzeit, ist in Zürich im VDF Hochschulverlag erschienen und im Buchhandel erhältlich. Und noch mehr Fakten sind auf dieser CD-ROM enthalten, ihr Titel Climate Effects, ebenfalls VDF Hochschulverlag und im Buchhandel zu beziehen. Dies war's für heute von MTW, meine Damen und Herren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.